Dienstag, 22. Dezember, Corona-Call, diesmal mit der Frage, wie gefährlich ist die Mutation des Virus, wie ansteckend ist sie. Dazu am anderen Ende der Leitung mein Kollege Jens Eumann. Grüß dich, Jens. Grüß dich, Sascha. Jens, ich habe schon so eingeleitet. Ist dieses neue Virus oder diese neue Virusmutation, ist die tatsächlich nach allem, was man weiß, so viel ansteckender als die bisher bekannte Variante? Jetzt muss man erstmal vorausschicken, dass natürlich alle Erkenntnisse immer nur vorläufig sind und morgen schon wieder oder längerfristig dann wieder revidiert werden müssen. Aber nach den Erkenntnissen, die man in Großbritannien gewonnen hat, diese neue Virusvariante eine größere Ansteckungsgefahr um den Faktor 40% bis 70%, würde also diesen sogenannten R-Faktor, ne, den Reproduktionsfaktor, da haben wir in der ersten Welle von gesprochen, weil es dabei darum ging, ob man den Lockdown wieder beenden kann oder nicht, oder beziehungsweise wie die Maßnahmen ausfallen müssen. Wenn man ihn bei 1 hält, ist das exponentielle Wachstum eingefroren, weil eine Person, die infiziert ist, im Schnitt eine weitere ansteckt. Ja, dann bleibt es auf einem Plateau. Es werden nicht mehr Infizierte und es werden nicht weniger. Es bleibt auf einem gewissen Plateau. Wenn man mit dem Faktor 40% oder 70% operiert, transferiert auf den R-Faktor, heißt das, um 0,4 bis ungefähr 0,7 würde das dann steigen. Dann muss man drastisch weitere Maßnahmen einführen, um quasi das Plateauniveau zu halten, dass es nicht wieder exponentiell ansteigt. Und das exponentielle Ansteigen ist ja die Gefahr, dass irgendwann die, sag ich mal, Kapazität in deutschen Krankenhäusern, die viel höher sein mag als in anderen Ländern, aber ja auch jetzt mittlerweile an ihre Grenzen kommt. Das ist also auch die Erklärung dafür, warum die Reaktionen so hektisch sind, dass jetzt versucht wird, sich abzuschotten und möglichst zu verhindern, dass dieses Virus sich in Deutschland schnell oder weiter ausbreitet. Man ist sich ja nicht sicher, ob, genau, nicht ob das hier schon angekommen ist. Das ist also die Angst vor der Überforderung, vor der noch schnelleren oder dramatischeren, genau, Überforderung des Gesundheitssystems. Und die Abschottung ja nicht nur auf Länderebene, sondern auch innerhalb der Länder. In Großbritannien hat man ja halt versucht, den Reiseverkehr so weit wie möglich einzudämmen, zum Teil mit genau den gegenteiligen Effekten, weil dann jeder versucht hat, auch schnell aus London rauszukommen, zur Familie oder wie auch immer, mit überlaufenden Stationen, also Bahnstationen, U-Bahn-Stationen, was sicherlich nicht dienlich war. Man muss dazu sagen, deswegen habe ich eben eingeleitet mit dem Einwand, dass es morgen oder in absehbarer Zeit schon wieder etwas anders bewertet werden kann. Und zwar, es hat eine Virus, ist ja nicht die erste Mutation des Virus. Es hat, glaube ich, mittlerweile 12.000 Mutationen des Virus seit Auftreten katalogisiert. 12.000. Also wir haben, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte gibt's eine in Echtzeit Beobachtung der Evolution eines Virus. Also nicht nur die Bekämpfung der Pandemie, sondern auch man ist hautnah dabei, die Wissenschaft lernt stündlich dazu. Weil du diese Zahl jetzt so in den Raum stellst, ja, vielleicht für unsere Zuschauer, was ist die Quelle für diese 12.000? Wer hat das dokumentiert und wie wird das erhoben? Die WHO erhebt das, beziehungsweise das Monitoring in Großbritannien ist besonders gut, wird von allen Seiten gelobt. Deswegen ist auch gar nicht ganz klar, ob das wirklich in Großbritannien zum ersten Mal jetzt aufgetaucht ist oder nicht vielleicht schon irgendwo anders vorher aufgetreten war, wo nun einfach nicht entdeckt worden ist. Also das neue Virus, auch die Quelle wieder die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist nachgewiesen in Großbritannien, in Australien, in Dänemark, in Island und in Italien. Also es ist nicht auf Großbritannien begrenzt, aber da hat man jetzt in der Region um Kent, also Kent, hat man das hauptsächliche Auftreten festgestellt. Aber der Einwand, auf den wollte ich noch mal kurz zurückkommen, man hatte eine Virusvariante im Frühjahr dieses Jahres bereits, die sich von Spanien aus ausbreitete und mittlerweile auch relativ quasi so etabliert ist, der andere verdrängt hat. Da hat man auch erst gedacht, die ist extrem viel
ansteckender als die anderen Varianten. Und dann hat sich herausgestellt, nee, es waren aber ein paar sogenannte Superspreader, die quasi von Spanien aus relativ weit gereist sind. Und offenbar hat das die Zahlen ein bisschen verquer gemacht. Ne? Also man hat da falsche Schlüsse gezogen daraus. Und solche Schlüsse, man muss halt da wirklich ein bisschen, so schwer das fällt, mit Besonnenheit draufschauen und gucken, ob sich diese Erkenntnisse, die man jetzt zu haben glaubt, anhand der vorläufigen Zahlen auch bestätigen, dass diese 40-70% ansteckender in der Tat sich bewahrheiten. Neben der Ansteckung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist die zweite große Frage, die im Raum steht: Helfen denn die bisher entwickelten und zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus auch gegen die Mutation? Ja, also die Frage kann man sicherlich momentan auch nicht definitiv sofort beantworten, obwohl der Chef des Mainzer Unternehmens BioNTech, die ja den für Europa zugelassenen Impfstoff entwickelt haben, gesagt hat, dass sein Impfstoff sehr wahrscheinlich auch gegen diese Variante hilft. Also er argumentiert damit mit den Tests, die gemacht wurden, dass der Impfstoff auch vormals schon an 20 verschiedenen Mutationsvarianten getestet worden ist und überall die aktiviert werden konnte. Also insofern, das gibt Grund zur Hoffnung. Aber in der Tat, ja, die WHO warnt auch ein bisschen davor und die testen gerade mit Hochdruck, ob das so sein wird, weil von den Mutationen, allein auf diese neue Virusvariante hat mindestens 14, manche reden von 17 nachgewiesenen Mutationen, ne, die alleine in dieser neuen Variante auftreten. Und da sind mehrere davon auf dem sogenannten Stachelgen. Also hier dieses Protein, stachelartige Protein, das Spike-Gen redet man von, das ist dieser Teil des Virus, diese Stoppeln, ne, die rausgucken, mit denen der Virus quasi an die Zelle andockt, an die menschliche Zelle andockt und eindringt. Diesen Teil des Virus haben die meisten Impfstoffe als den Teil des Virus ausgemacht, der angreifbar ist oder mit dem man das aktivieren kann, deaktivieren kann. Und wenn sich das jetzt drastisch verändern sollte, stellt sich schon die Frage, die ist schon berechtigt, funktionieren dann die Impfstoffe noch? Und das testet gerade die WHO mit Hochdruck anhand von bereits genesenen Patienten, deren Plasma, beziehungsweise auch von behandelten Patienten. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich es richtig verstehe, wäre es also so, dass wenn die jetzigen Impfstoffe nicht gegen die Mutationen helfen, muss man wirklich wieder einen komplett neuen Impfstoff entwickeln, der dann wiederum das gesamte Zulassungsverfahren durchläuft. Also da kann man keine Abkürzung nehmen, sondern man braucht dann tatsächlich einen neuen Impfstoff. Das ist eine Frage, die hat auch Ugo Sahin, also der Chef von BioNTech, heute schon mal beantwortet. Also er sagt, Entwicklungsverfahren, sagt er, kann man relativ schnell auch eine adaptierte Impfstoffvariante finden. Über das Zulassungsverfahren, ja, da muss man dann drüber reden. Aber es wird ja letztlich, wie bei der Grippe zum Beispiel, wird jedes Jahr ein saisonaler neuer Impfstoff auf einer bestehenden Plattform. Das ist ja nicht ein komplett neuer Impfstoff, sondern da werden Adaptionen vorgenommen, entwickelt, die ja auch nicht jedes Mal bis ins Letzte getestet werden, weil man letztlich sagt, der Bumpf dieses Impfstoffs ist da, bleibt ja ähnlich. Und da hat er zumindest die Hoffnung in den Raum gestellt, dass das relativ schnell gehen kann innerhalb von sechs Wochen, neue Entwicklung. Okay, Jens, vielen Dank für deine Ausführungen. War sehr interessant und wir sind da noch in einem ganz frühen Stadium der Beobachtung dieser Entwicklung, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, schon jetzt ganz genau hinzuschauen, ohne jetzt gleich Furcht oder Angst zu schüren. Panik ist jetzt genauso wenig angebracht wie zu Beginn der Pandemie. Respekt, Einhalten der Regeln, aber Panik hilft natürlich keinem. Ne? Aber man sollte sich versuchen, auch zu informieren, damit man nicht in diese Richtung abdriftet, dass es alles nur eine schwere Grippe ist. Vielen Dank, Jens. Perfektes Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib auf jeden Fall gesund. Deine ganze Familie bitte. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten. Bis bald. Wir hören und sehen uns. Dir und allen Lesern auch. Ne? Danke. Ciao.